Hallo, liebe Zuschauer, zurück auf dem Wundersworn. Hallihallo. Wir spielen, da steht's, Load Runner. Wir schauen uns mal die Umsetzung an. Die ist ein ganz kleines bisschen merkwürdig. Könnte daran liegen, dass es mal wieder japanische Software ist, beziehungsweise ein japanisches Unternehmen. Wie gesagt, ich habe es gerade mal kurz angespielt. Ich muss sagen, es spielt sich wie Load Runner. Das ist nicht die Frage. Aber nichtsdestotrotz ist es irgendwie merkwürdig geworden. Aber schauen wir am besten mal rein, dann sehen wir es am besten. Story Mode, Select Mode, Original Map. Ich glaube, wir fangen mal an mit dem Story Mode. Ja. Nicht so, nein. Das ist die Story. Wir sind wahrscheinlich hier diese komische Person, die da durch die Luft schwebt. In Richtung dieses, was ist es, ein Bergtempel. Naja, letztendlich geht es höchstwahrscheinlich darum, dass wir in diesen Tempel reingehen, um Schätze zu stehlen. Warum auch nicht? Und das ist dann auch schon der erste Level. Diese kleinen Häufchen, die dort liegen, das sind... Jetzt können wir uns auswählen, ob wir mit Raumanzug spielen oder ohne Raumanzug. Hat keinerlei Auswirkung, außer grafische. Spielen wir mal mit Raumanzug. Ja, hier, seht ihr unser Männchen. Wir laufen jetzt rum und sammeln hier diese Häufchen ein. Hier rechts seht ihr einen der Gegner, der dort eingesperrt ist. Das heißt, wir spielen diesen ersten Level vollkommen ohne Gegner. Ich frage mich, warum? Kann man es nicht eben... Okay, für Level 1 ein bisschen leicht machen, ist schon in Ordnung. Aber kann man anstatt zwei Gegner vielleicht einen Gegner nehmen, der nicht ganz so schnell ist? Muss man da komplett auf Gegner verzichten, beziehungsweise die einsperren? Gut, um den Spieler herantasten zu lassen an das Spiel. Okay, aber dennoch. Das fängt dann einen schon direkt relativ langweilig an, wenn man den ersten Level spielt und dann ja, keinerlei Gegner vor sich hat. Wenn man dann alle Häufchen eingesammelt hat, alle Goldhäufchen, dann öffnet sich an irgendeinem Levelende eine Leiter, wie zum Beispiel hier oben links. Und dann hat man den ersten Level besiegt. Und das ist Load Runner auf den Wundersworn. Was war mit der Feder anfangen? Ich habe keine Ahnung. Wir hätten noch was einsammeln können. Seht ihr das zweite Teil von rechts? Und natürlich, wie viele Gegner wir getötet haben. Ob man, kann man die auch töten? Ist mir so gar nicht bewusst. Egal, rein in Level Nummer 2. Und diesmal mit Gegner. Da steht er auch schon direkt neben uns. Und jetzt spielen wir mal ohne Raumanzug. Und los geht's. Was ziemlich unfair ist, dass der Gegner direkt neben uns steht. Da kommt er angerannt. Was auch immer der darstellt, ich weiß es nicht so genau. Skelett vielleicht? Da habt ihr gesehen, wie in Load Runner, wie man das gewohnt ist, kann man Löcher in den Boden machen. Da fallen die dann für kurze Zeit rein. Aber man kann sie nicht töten, oder? Ging das nicht mal, dass man die irgendwie einsperrt, sodass sie dann aus den Löchern nicht mehr rauskommen? Wo muss ich denn jetzt noch Gold einsammeln? Das war die andere Richtung, oder? Ah! Fall ins Loch. Das war's schon. Da muss jetzt wieder irgendwo der Ausgang auf sein. Aber ich sollte vielleicht noch hier die Feder mitnehmen. So, tschüss. Level 2 geschafft. Immerhin schon 2600 Goldstücke eingesammelt. Ich nehme mal ganz schlucken kurz Kaffee. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Man kann das Spiel zwischen den Levels sogar speichern. Das finde ich ganz praktisch. Wir spielen wieder ohne Raumanzug. Gucken wir mal, was wir jetzt machen müssen. Hier muss man nämlich aufpassen. Hier kann man nämlich Dead Ends bauen. Wie zum Beispiel, wenn man da reinfällt, ist Ende. Da weiß ich noch nicht, wie wir an das Häufchen Gold rankommen. Hier müssen wir aufpassen, dass wir das Loch aufmachen. So. Das geht auch wieder zu, klar. Wie kommen wir denn da hin? Zu der Feder. Ah, müssen wir uns wahrscheinlich... Ja, ich verstehe. Oder? Das geht doch gar nicht. Doch, geht wohl. Okay, haben wir die Feder. Aber wie kommen wir an die anderen Sachen? Hier müssen wir wieder ein bisschen tricksen. Da kommt der mir doch glatt hinterher. Der Lümmel. Jetzt holen wir uns mal das Teil hier. Extra Leben vielleicht? Wie kommen wir denn da dran? Wie kommen wir da dran? Okay, das ist schon wieder ein bisschen tricky. Aber das ist ja nicht übel. Jetzt habe ich mir fast selbst eine Falle gebaut. Schnell weg hier. Wow, der kann da rüberklettern. Wie komme ich denn da dran? Da komme ich auch nicht dran. Das ist ja wieder...
Wow, Hilfe. Nein, 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 nein. So, da hängt er fest. Trotzdem bin ich jetzt in der Falle. Ich bin in der Falle, oder? Ja, total toll. Gott. Spielen wir mal wieder mit Raumanzug. Ich sag mit Raumanzug. Raumanzug. Ich weiß gerade wirklich nicht, wie es weitergeht. Wenn ich da reinfalle, bringt mir das gar nichts. Dann bin ich gefangen. Dann kann ich auch nach rechts oder links keine Löcher mehr machen. Muss den Level neu starten. Auf Pause machen, Restart, A und B Button. Ach, genau. Jetzt bin ich komplett aus dem Story Mode raus. Das macht aber gar nichts. Schauen wir uns mal an, was hier unter Select Mode funktioniert. Kann man verschiedene Maps auswählen? Wie viele Maps sind denn dabei? Natürlich, ich bin ja erst bis zur dritten Map gekommen. Oder war es sogar erst die zweite Map? Die kennen wir ja schon. Das ist so nichts Besonderes. So. Original Map? Das ist doch mal interessant. Map 1 oder Map 2? Aha. Ah, müssen wir erst freispielen. Glaube ich. Map-Editor sogar dabei. Guck mal an. Können wir einige Maps bauen? Das ist ja praktisch. Nee, will ich jetzt aber nicht. Nee, auch nicht speichern. Nee, nicht speichern. Data.io? Was zum Teufel? Download? Okay. Options. Aha. Ja gut, dann gehen wir nochmal in den Select-Mode rein. Selecten nochmal Level 2. Spielen wir das nochmal ganz kurz. So, mit Raumanzug, wie gesagt, der bewirkt wahrscheinlich überhaupt nichts. Aber Hauptsache, wir haben ihn an. Ah, das war zu knapp. Nein! Verdammt! Ja, ich hatte euch versprochen, eine etwas merkwürdige Version. Und ich denke, die ist merkwürdig, die Version. Spielt sich eigentlich ganz gut. Das ist nicht das Problem. Hört sich gut an. Grafik, ja. Wonderswan halt. In schwarz-weiß. Hilfe, schnell weg hier. Aber ansonsten, vom Spielerischen her, ein bisschen merkwürdig. So, fallen wir ins Loch. Genau. Hätte schon gerne gewusst, was ich da in Level 3 zu tun gehabt hätte. Ihr habt das wahrscheinlich direkt wieder gesehen. Ich bin wahrscheinlich wieder zu blind gewesen, hab wieder irgendetwas übersehen. Aber die Feder hole ich mir nochmal. War wahrscheinlich wieder etwas total Offensichtliches. Ach nee, die ist da hinten, wo der Typ ist. Dann hole ich mir die Feder nicht. Gehen wir mal weiter. Vielleicht kommen wir von hier aus nochmal in Level 3. Komisch, ne? Kann ich von hier aus nochmal ins Level 2 auswählen. Wenn ich jetzt in den Story-Mode reingehe, Continue, überschreiben, ja, muss ich wieder in Level 1 anfangen. Dort, wo keine Gegner sind. Na gut, würde ich sagen, lassen wir es sein. Das war Loadrunner auf dem Wonderswan. Wie gesagt, spielerisch in Ordnung. Von der Grafik her ist es gut. Musik ist in Ordnung. Nur vom Spielprinzip her teilweise ein ganz kleines wenig. Merkwürdig. Aber nichtsdestotrotz spielbar. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.